Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Duke Nukem Forever. Jetzt nehme ich mit Fraps auf. Ich hoffe, man sieht diese scheiß Maus nicht mehr. Das werde ich vielleicht irgendwann mal bei Fear auch machen, denn ich bin eigentlich mit Fear noch nicht fertig. Bloß ihr wisst das nicht, weil das halt... Willkommen Duke, du hast einen Konferenzcall. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Weil ich das erst am Hochladen bin und währenddessen ich da schon spiele. Du weißt, ich hasse lange Reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das gilt ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verpflichtet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Colts. Der Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders und er könnte recht haben. Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht wäre es falsch, einfach davon auszugehen, dass sie wieder Ärger machen wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht besiegen können, solange du da bist. Duke, du bist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Menschheit beginnt jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann Fragen stellen, nur weil wir vermuten, dass sie noch immer über Massenvernichtungswaffen verfügen. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zykloid-Imperator, um die friedliche Koexistenz unserer Spezies zu sichern. Mit ihrem Imperator persönlich. Dein Typ ist nicht gefragt. Misch dich nicht ein! Das ist ein Befehl! Das ist ein Befehl! Junge, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber tu mir den Gefallen und halt still. Als dein General und Freund weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass du die Order des Präsidenten befolgst. Genau. Die Sache schmeckt mir überhaupt nicht. Ey, für Action und nicht einfach hier irgendwie rumhocken oder so. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Okay, das bringt mir aber gar nichts. Gibt hier irgendwo einen anderen Ausgang? Ja, da. Hat sich das gerade verändert? What the fuck? Und jetzt schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Ding haut mich dramatisch in den Tod, oder was? Geht ja gar nicht. Alter. Alter. Wie soll ich den töten? Komm her, du Scheißkerl. Zugang verweigert. Rote Codekarte erforderlich. Codekarte? Ich brauche keine scheiß Codekarte. Krass. Das war ziemlich läppisch. Ich möchte es gerne aufheben. Ja, so soll es sein. Ich habe keine Waffe. Das ist ja sehr schön. Ja. Hier könnte ich aber Waffen gebrauchen. Okay, habe ich noch mehr Waffen? Uiuiuiui, der schießt doch nicht. Hinsetzen und Schnauze halten. Okay. Okay. Hier kann ich bestimmt mein Ego steigen. So, aber ich spiele erstmal Pinball. Jetzt habe ich Zeit, mit mir selbst zu spielen. Wow. Das läuft ja super. So. Balls of Steel. Wow. Ich hab Eier aus Scheiße. Ich hab Eier aus Scheiße. Bombo. Ich hab Eier aus Scheiße. Ich glaube, da werde ich nicht weit kommen. Krieg ich vielleicht Geld oder so? Ne, scheint nicht so. Bälle kaputt schlagen. Nehmen. Wow. Bäh. Bäh. So. Boxsack. Da ist ein fettes Schwein drauf. Boom, bam, boom.
Ja. Ah, so sehe ich also aus. Oh, jetzt sieht man mich nicht mehr. Schade. Korn. Bäh. Bäh. Da muss ich weiter, aber ich glaube, hier kann ich auch noch was machen. Ich kann Gewichte hinzufügen. Nice. Dann fügen wir erstmal alle Gewichte hinzu. Nehmen. Und ich kann das benutzen. Das ist ungleichmäßig verteilt. Das ist ungleichmäßig verteilt. 1, 2, 3, 1, 2. Gibt es hier noch welche? Ja, da gibt es noch eine. Perfekto. Jetzt soll es klappen. Ja. Okay, komm mal. Lukas. Wow. Wieder plus 3 Ego. Nice. Dann gehen wir mal weiter. Achso, ja stimmt, das ist ja mein Raum eigentlich, ne? Ich habe das gerade voll verpeilt. Dass es eigentlich mein Haus ist. Okay, C und so. Lass mich durch. Mein Gott, okay, geht nicht. Wow. Da, ich sehe irgendwie voll gar nichts, Alter. Alles viel zu dunkel. Ach du Scheiße. Also, wie soll ich denn da? Ah, okay, haben wir so lang. Geht ja auch. So, das Schlimme ist, ich kann nicht sehen, wie lange ich schon filme mit Fraps. Drücke 6, um Bier zu trinken. Okay. Ich weiß ja nicht, was es mir bringt, aber okay, dann trinken wir mal ein bisschen Bier. Lass es dir schmecken, Jude. Betrinken macht dich härter. Okay, jetzt bin ich härter. Aber ich verliere extrem wenig Leben, glaube ich. Oder? Ja, ne? Woher könnte der mich dreimal abschießen und ich verloren? Okay, jetzt. Oder es liegt aber daran, dass ich mein Ego gestiegen habe. Da bin ich mir leider nicht so sicher. Wahrscheinlich liegt das an beides. Zusammen auch wie sonst. Geht doch nichts über Körperkontakt. Das hätte mir irgendwas gebracht, aber ich weiß ja nicht mehr. Ich glaube, Ego oder so. Stromausfall. Bitte Duke-Vision aktivieren. Interessant, okay. So kann ich alles besser sehen. Okay. Geht's da hinten? Ne, da hinten, oder? Und da kann man nichts benutzen. Okay, dann wollen wir mal nach unten gehen. Das kann man übrigens auch in Multiplayer spielen. Also falls einer von euch auch Duke Nukem habt, könnt ihr mich ja gerne mal anfragen. Oder bei Steam adden. Was immer ihr wollt. Würde mich freuen. Denn bis jetzt haben mich nur zwei bei, also paar bei LOL und zwei bei Facebook geaddet. Und ja. Oh, hoppla. Ich darf schon nicht in ein Loch angeboxt. Aber eigentlich war das ja nur Blut. Das sieht egal, richtig. Oh, okay. Wenn ich das ausschalte, sehe ich gar nichts. Das heißt, diese Viecher dürfen eigentlich auch nichts sehen, oder? Diese Aliens. Wieso muss ich alles aufbrechen? What the fuck? Na du. Okay, das kann ich nicht benutzen. Keine Ahnung, wofür es da ist. Na, ihr kleinen Viecher. Bada bing. Bada bing, bada boom. Ich frag mich, warum der gerade bada bing gesagt hat. Aber egal. Muss ich da nicht rein? Ja, scheint nicht so. Okay, wo muss ich denn rein? Wieder zurück? Nö. Oh, okay.
Ach, meine scheiß Maus nervt mich, das ist echt viel zu laut, einfach hier das hier immer. Und jetzt da. Ich kann nicht wieder normal stehen. Ich kann nicht mehr springen. Also, achso, ich kann gar nicht aufschauen oder so, ne? Nee, geht nicht. Okay, wo muss ich denn hin? Das ist jetzt hier die Frage. Ich kann hier auch das nehmen. Und wow. Und jetzt kann ich ihn doch wow. Interessant. Was muss ich jetzt machen? So Leute, ich mache mal hier eine Aufnahmepause, weil ich jetzt rausgehe. Ciao, bis zum nächsten Mal.